Heute gibt's mal keine News, sondern mal was anderes, was cooleres. Das gibt zum allerersten Mal die Frontside Awards. Yeah! Hallo! Das Jahr neigt sich schon fast dem Ende und da kommt mir ab und zu mal der Gedanke, was war für mich das Top-Spiel des Jahres? Und wenn man zum so ein Format führt, dann kann man ja den Spielen den verdienten Respekt zollen. Deswegen habe ich und das Redaktionsteam, was hinter der Kamera steht, mir ganz alleine ein paar Rubriken rausgesucht und da meinen persönlichen Sieger gekürt. Deswegen beginnen wir mit den ersten Frontside Awards. Multiplayer-Spiel des Jahres, Rainbow Six Siege. Für mich das beste teambasierte Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ich war schon bei dem ersten Trailer von der E3 so übermäßig gehypt worden, dass ich kaum noch bis zum 1. Dezember warten konnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel es in die ESL schaffen würde, wenn sich Ubisoft da ein bisschen mehr anstrengen würde, denn das Spiel ist einfach dafür ausgelegt. Viele werden jetzt kommen mit, ja, aber das Spiel hat im Gegensatz zu einem Call of Duty oder einem Battlefield ja kaum Umfang. Das braucht es aber auch nicht. Halt einmal. Guck dir doch mal Counter-Strike. Das Spiel lebt auch nur von den klassischen Modis Bombenentschärfung oder vielleicht auch noch Geiselbefreiung und gehört trotzdem zu den meistgespieltesten Shootern auf der Welt. Du hast drei Modis und die sind allesamt gut durchdacht, ähneln sich zwar, aber du musst trotzdem stark umdenken, denn wenn du jetzt eine Geisel hast und musst sie befreien und wirfst in den Raum eine Nade rein und die Geisel stirbt, dann hast du verloren. Ich hätte zwar schon noch ein paar Ideen, was man besser machen könnte, aber hey, ich habe noch nie ein perfektes Spiel gespielt und das wird es wahrscheinlich auch nie geben, denn man kann niemals alle glücklich stimmen. Trotz allem ist es für mich das Multiplayer-Spiel des Jahres 2015. Überraschungshit des Jahres, Until Dawn. Da gab es nun zwei Kandidaten, wo ich mich kaum entscheiden konnte. Das eine war Rocket League, was nächstes Jahr für die One erscheint. Das andere, Until Dawn, was exklusiv für die PS4 rauskam. Aber tut mir leid, Until Dawn hat mich so gefesselt, wahrscheinlich auch, weil es mich am Anfang null interessiert hat und es von den anderen AAA-Titeln einfach überrannt wurde. It's a gold medal and I'm with a very disappointed Lashinda Demas from the United States and Lashinda. Until Dawn ist ein Action-Survival-Horror-Spiel, wo es darum geht, die 8 Charaktere am Leben zu halten, egal was passiert. Sprich, du musst richtige Entscheidungen treffen und wenn du das nicht machst, dann wird die Person wahrscheinlich sterben. It's cold water in. No, it's freezing. Das Spiel leitet dich mit sogenannten Butterfly-Effects, wo du dir schon denken kannst, ob das richtig oder eher falsch ist. Es ist auch wie ein typisches Horrorspiel aufgebaut. Du bist mit deinen Freunden in einer Hütte und ein Killer versucht euch allesamt wegzuschnitzen. Und das Problem, was du hast, ist, dass du für deine Aktion nicht einfach 5 Minuten Zeit hast, um nachzudenken. Du musst einfach instinktiv richtig handeln. Story ist cool, die Atmosphäre ist einfach atemberaubend und der Spannungsbogen ist wie in einem richtig guten Horrorfilm. Für das Spiel des Jahres würde es in meinen Augen trotzdem nicht reichen, denn man ist in ein paar Stunden mit dem Spiel schon durch und das ist einfach zu wenig und außerdem gab es noch ein paar Spiele, die einfach besser. Die Enttäuschung des Jahres, Evolve.
Kurze Anmerkung. Hier geht es nicht um ein Spiel, was von vorne bis hinten einfach scheiße war, sondern darum, welches Spiel übermäßig gehypt worden ist und dann den Erwartungen einfach nicht standhielt. Und das war einfach Evolve. Letztes Jahr auf der E3 und bei der Gamescom Awards abgestaubt ohne Ende. Das könnte der Shooter sein, der alles nochmal neu aufrollt. Einen Scheiß hat er gemacht. Nicht falsch verstehen. Das Spiel ist gut. Nur hat man halt nach 2 Wochen einfach schon alles gesehen und es wurde einfach langweilig. So ungefähr wie Titanfall, wo das Spiel eigentlich auch gut war, aber nicht langzeitmotivierend. Und das kann so ein Multiplayer-Titel einfach killen. Nein, doch. Man hat immer viele coole Ideen, nur muss man die halt 1:1 rüberbringen und dann noch gucken, dass die Leute jetzt nach Monaten immer noch spielen. Das ist schon eine harte Arbeit. Nein, doch. Zuletzt hat sich das Spiel aber selber ins Bein geschossen mit der DLC-Politik, die sie da eingeführt haben. Und ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig, aber wenn du alle DLCs kaufen würdest, sprich Waffen, Skins, Monster, Charaktere, Pipapo, dann müsstest du mehr Geld für die DLCs ausgeben, als für das Spiel selber. Das war auch mal ein Thema in einer Folge von Frontside, die verlinke ich euch hier. Alles in allem leider die Enttäuschung des Jahres. Sorry. Und das Spiel des Jahres. Fallout 4. Ich glaube, ich treffe jetzt auch viele Gegner, die ganz anderer Meinung sind. Aber lasst mich mal erklären. Ich bin ein riesiger Fan von den ganzen postapokalyptischen Szenarien. Sei es Filme und Serien wie Walking Dead, Zombieland, Mad Max oder auch Spiele wie I Am Alive, Metro oder auch Gears of War. Heißt, ich bin auf alles vorbereitet. Da ist es ja dann schon fast klar, dass Fallout 4 mein Spiel des Jahres ist. Die Atmosphäre in diesem Spiel ist einfach so wunderschön eingefangen worden und dieses wunderbare Setting, wo einfach alles zerstört und zermetzelt wurde und einfach neu aufgebaut worden ist. Das erste Mal, wo ich in Diamond City reingegangen bin, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil die Idee einfach so abnormal gut ist. Die Sidequests bringen auch immer gute und abwechslungsreiche Ideen mit sich. Und obwohl die Welt im Gegensatz zu The Witcher 3 ziemlich klein ist, findest du fast an jeder Ecke immer irgendetwas Neues. Vor allem dann, wenn du in der Stadt richtig drinnen bist. Egal, ob es nur ein Haus ist oder ein Bereich, wo nur Supermutanten drin sind, wo es seit neuestem auch Selbstmörder gibt. Und da wo es eh schon scheißegal ist, wenn du es piepsen hörst, dann bist du meistens eh schon tot, weil die hässlichen Ficker... Sorry, bin kurz ausgerastet. Halt einmal. Also wie schon erwähnt, wenn du im Commonwealth unterwegs bist, dann findest du eigentlich wirklich immer wieder was Neues und dir wird echt nie langweilig. Viele sagen bestimmt, The Witcher 3 ist das Spiel des Jahres. Für mich aber nicht. Es ist einfach Fallout 4 und es ist halt einfach auch nur meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann könnt ihr gerne kommentieren. Ich lese mir es gerne durch und es interessiert mich. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr mehr von dieser Platte haben wollt, da gibt es einen Kanal, der heißt Bonze Bonze. Da kommen ab und zu ein paar Videos raus. Die sind also ziemlich in Ordnung. Und wenn ihr mehr News haben wollt, dann geht doch bitte auf www.xboxfront.de. Da gibt es die geilsten News von den allergeilsten Reportern und Redakteuren dieser Welt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Da gibt es nochmals ein kleines Special zu den besten Games 2016, die rauskommen könnten, wenn sie nicht verschoben werden. Und ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich nächste Woche wieder. Bis dahin. Wunderschöne Woche, schönes Silvester noch und tschüssi.